Leute, ich bin's Conny und heute möchte ich euch an meinem liebsten Hobby teilhaben lassen. Und zwar mit dem Auto einen Hügel runterfahren. Gerade bin ich hier noch so auf der Gamescom, chill noch ein bisschen. Hier gibt's so Merch von allen möglichen Shirts. Aber Leute, es wird jetzt Zeit, dass ich euch mal zeige, was ich in meiner Freizeit immer so mache. Achtung, Snipers. Okay, Danger mit Hill geschrieben. Okay, heute scheint der Hügel nicht ganz so sicher zu sein. Aber ich würde mal mein Auto rausholen. Heute fahren wir mal mit meiner Lieblingskarre und dann geht's einfach los. Mal den Hügel runtersausen, ein bisschen Spaß haben. Ey! Okay, das Auto können wir nicht mehr gebrauchen. Neues Auto. Los geht's! Und so gefährlich ist das auch gar nicht, wie die Schilder das vermuten lassen. Ja, Leute, darauf muss man immer so ein bisschen aufpassen. Manchmal liegen da unten Minen. Das ist ganz normal hier so in meiner Nachbarschaft. Das sind ein paar Minen einfach so auf dem Berg verstreut waren. Dem muss man ausweichen, aber das ist jetzt eigentlich keine große Sache. Sind ja nur ein paar Minen. Manchmal überschlägt man sich, ja. Aber nicht... Ey, was war das denn? Yeah! Ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass ich hier sein kann, oder? Falle ich eigentlich noch? Ja, ich falle noch. Okay, gut. Dann drücken wir mal auf die Hupe. Oh, die geht nicht mehr. Oh, ich glaube, ich bin tot. Hä? Ah ja, ich bin wieder da. Alles gut. Gut, dann holen wir wieder das Auto raus und fahren los. Jetzt aber mal ohne diese anderen Leute, die mich die ganze Zeit wegrammen. Das geht ja gar nicht. Oh. Ah, okay. Ich hätte vielleicht doch den üblichen Weg fahren sollen. Egal. Ach, übrigens, hier muss man auch vorsichtig sein. In solche Fässer sollte man nicht zu schnell reinfahren. Die zerkratzen ja nur den Lack. Hier auch immer vorsichtig sein. Unter den Bergen sind immer ein paar Minen versteckt, aber eigentlich nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Dankeschön, Bruder. Danke. Bruh. Und dann fahren wir weiter. Hui! Oh. Nein, lass mich. Ich bin tot. Es hat mir niemand gesagt, dass man von dem Wasser hier sterben kann. Okay, jetzt aber mal ganz chillig hier runtersausen. Ich will euch einfach mal zeigen, wo ich sonst immer normalerweise hinfahre. Ah, ich habe die Kontrolle gleich wieder. Sehr gut. Aua! Hey! Nein, lass das! Wo ist er hin? Selber schuld, wenn du in mich reinrast. Ja, aber gib mal ein bisschen Acht auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Genau, so. Ganz normal hier. Dann fahren wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Die Rampe auch immer ganz wichtig mitzunehmen. Einfach nur für das Feeling. Oh, hier ist wohl jemand verunfallt. Ist ja auch egal. So, und jetzt kommt erst der richtig coole Hügel, weil da unten ist so eine schöne Rampe. Und dann gehen wir mal Gas hier. Oh Gott. Oh Gott. Alles gut. Ey, mir ist nichts passiert. Sehr gut, weiter geht's. So, fahren wir weiter. Was mich wirklich interessiert, ist, was ist am Ende? Also ganz am Ende. Falls ich da jemals hinschaffen sollte. Oh, nein! Nein! Oh. Ah, guter Call, mit dem jemals hinschaffen sollte. Na gut. Irgendwann mal auf Spawn, nochmal ein Auto. Ah, ich sehe schon, wie der mich wieder rammen will von hinten. Aber das lasse ich nicht zu, ich bin schneller als er. Haha, er ist in eine Mine gefahren. Okay. Nein, geh da weg. Oh, der Typ stand im Weg. Die stehen da alle im Weg. Okay, ich muss woanders langfahren. Das ist immer blöd mit anderen Verkehrsteilnehmern. Meine Leute, kennt ihr das? Ihr wollt so mit 180 Sachen durch die Spielstraße rasen und dann sind da irgendwelche Kinder im Weg. Ich hasse es. So, jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen Anlauf. Nehmen wir nochmal ein bisschen Gas. Und... ja, easy. Manchmal muss man sein Auto opfern. Weil Autos hat man ja sowieso unendlich viele und weiter geht's. Nicht vergessen, diese Rampe hier immer super wichtig. Ah, das neue Auto, das lässt sich nicht so gut steuern. Ich glaube, das muss ich mal in die Werkstatt bringen. Ah! Ja, ich kann überhaupt nicht steuern, hä? Aber, ey, ich hab's geschafft. Okay, ich bin jetzt bei der Geisterstadt angekommen. Bin aber noch nicht ganz da, wo ich vorher war. Okay, ich springe jetzt mal raus. Das Auto überschlägt sich die ganze Zeit, das lässt sich nicht steuern. Ich nehme das hier. Viel besser, okay. Und los geht's. Okay, ja, hier kommt jetzt wieder diese Eisenbahnbrücke. Und da bin ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Ja, wenn da Leute im Weg stehen, mir egal. Ah, okay, alles gut. Alles gut. Warum willst du mir den Weg irgendwie abschneiden? Nein! Ah, der Typ hat mich voll abgelenkt. Das sah so aus, als wollte der mir den Weg abschneiden. Okay, ich will aber wissen, was da unten ist. Los geht's. Hui. Aua. Ah. Nein, nicht auf dem... Als ob! Ich habe keine der Minen berührt. Ich meine, ich habe natürlich keinen der Minen berührt. Ich mache das ja täglich, ich kenne mich aus. Und jetzt mal ein bisschen Gas geben hier und dann... Hui! Ey, du da! Bruder, geht's dir gut? Ja, scheinbar nicht. Dann fahren wir mal weiter. Nein!
Uiuiui, die Mine war neu, die war vorher nicht da, ich schwöre. Aber ich find's frech, dass die hier überall Minen hingelegt haben. Und Sprengfässer, die hätten da eigentlich auch nicht sein sollen. Ach, früher war alles besser. Wisst ihr, früher, da war hier auch noch überall alles grün, schönes Gras. Ja, alles idyllisch, man hatte Spaß. Aber jetzt ist alles vermint, alles mit Sprengfässern, überall Fallen und Hindernisse. Alles ausgedörrt wegen der Erderwärmung. Die Erderwärmung ist schuld, Leute. Die ganzen Minen, die sind alle entstanden wegen der Erderwärmung. Und deswegen solltet ihr alle wirklich ein bisschen weniger Auto fahren. Also ich darf jetzt hier Auto fahren, das ist ja klar. Aber ihr solltet wirklich weniger Auto fahren. Vor allem du. Während du das hier hörst, hör auf Auto zu fahren. Autofahren schlecht für die Umwelt. Lieber zu Fuß gehen. Also ich nicht, ich würde niemals zu Fuß gehen. Das wäre ja echt ein Armutszeugnis, wenn ich zu Fuß gehen würde. Aber ihr müsst das schon machen. Und dann springen wir mal hier rüber. Hui. Bitte, bitte diesmal nur... Nein, sag nicht, ich bin tot. Ich lebe noch. Ey, gut. Dann können wir einfach weiter. Ich dachte gerade, ich wäre gestorben. Das wäre echt komisch. Ich meine, wer stirbt denn durch so einen kleinen Autounfall? Hm, jetzt fahren wir mal hier links rüber. Ey, du da vorne, aus dem Weg. Nee, nein, 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 nein. Ich wollte immer zu viel. Okay, fahren wir nochmal los. Hier sind jetzt wieder so viele Leute. Ich muss über sie rüberspringen. Sehr gut. Und weiter geht's. Aua. Der hat mich einfach weggezogen. Ich schwöre, wenn ich einen Raketenwerfer hätte. Und das ist doof. Das ist ein blöder Winkel. Das ist ein echt blöder Winkel. Komme ich hier zu Fuß rüber? Nee. Jetzt nochmal Gas geben. Whee! Easy. Und noch mehr Gas geben. Oh, die Rampe ist wieder wichtig. Yeah! Hot Wheels. Wer ist denn das? Was schreibst du? Hi, geh weg. Hast du verdient. So. Immer diese unangemeldeten Beifahrer. Ey, das war das erste Mal, dass ich die Rampe gesprungen bin, ohne mich zu überschlagen. Und dann fahre ich trotzdem gegen den Stein gegen. Aber trotzdem, es ist nichts passiert. Komplettes Auto wurde einfach unter mir weggesprengt. Ach komm schon, Bruder, das musst du doch jetzt echt nicht sein. Okay, jetzt nochmal Gas geben. Wehe, du fährst mir davor. Okay, sehr gut. Und dann geht's weiter. Yeah, Hot Wheels! Oh. Vorne sind die Fässer, in die ich vorne reingefahren bin. Dann machen wir meinen kleinen Bogen rum. So, und da ist eine Rampe. Oh, ich werde die Rampe so perfekt nehmen. Perfekt nehmen! Nein! Alles gut. Alles gut. Weiter geht's. Hui. Aua. Okay, und jetzt bei der Brücke werde ich jetzt vorsichtig sein. Ey, so viel zum Thema vorsichtig. Ich will nicht riskieren, dass ich hier nochmal runterfalle. Es dauert sowieso schon so lange, zu dieser Brücke zu kommen. Okay, über... Ach, komm schon. Ich habe gerade gelesen, was da oben stand. Wir waren bei der Überbucherung. Und dann fahre ich direkt in eine Mine rein, die versteckt wurde. Ist das nicht illegal, dass man eine Mine irgendwie versteckt? Die müssen auch immer ganz offensichtlich irgendwo liegen. Naja, egal. Wie ich das überlegt habe, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, mein Auto fehlt ein Reifen oder so, weil das lässt sich nicht mehr gut steuern. Ne, alle Reifen sind noch dran. Na gut, dann kann ich ja weiterfahren. Ist ja jetzt nur ein Cabrio geworden. Sowieso viel cooler. Machen wir mal Licht an hier. So, ich glaube, die Lichter gehen nicht mehr, oder? Doch, Lichter gehen an. Perfekt. Und Gas. Bam. Yay, Geisterstadt geschafft. Okay, weiter geht's. Neues Auto. Kann man das als Rampe nehmen? Naja, kann man so ein bisschen. Okay, hier wieder ganz vorsichtig. Und jetzt ganz genau auf den Boden achten. Ich bin jetzt bei Überwucherung. Und hier ist einfach nur ein Kaktus. Da ist eine Mine, da ist ein Kaktus. Und... GG, Bruder. Okay. Danke für das Freiräumen von Minen. Hier sind so viele Minen, als ob. Gibt es einen Checkpoint? Bitte sag, dass es einen Checkpoint gibt. Ist ein Helikopter. Aber der geht nicht mehr. Oh. Mit einem Helikopter wäre es viel einfacher, hier runterzukommen. Vor allem, weil hier so viele Minen sind. Noch eine Mine? Ein bisschen Gas geben. So. Durch das Haus durch wie die coolen Kinder. Und jetzt sind wir bei Wüste, der Aufstieg. Yeah, es geht nach oben. Bitte sag, dass gleich ein Checkpoint kommt. Ich will das nicht alles nochmal machen müssen. Was ist das denn da? Hä? Ich glaube, hier wollte jemand mal was bauen, aber hat es dann doch nicht gebaut. Ah, okay. Ich werde hier zu Fuß durchgehen. Weil hier sind überall Minen auf dem Boden. Es sind überall Sprengfässer. Mir ist das wirklich ein bisschen zu kritisch gerade. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen da vorne. Dr. Noob. Ich bin immer noch nicht beim Checkpoint. Er schreibt Hello. Nein, ich will nicht mit dir sprechen, Dr. Noob. Please, geh weg, geh weg. Nein, ich muss hier schnell weg, bevor er mich holen kommt. Aber es gibt Checkpoints, das sieht man hier rechts. Es gibt Checkpoints, aber ich habe ihn noch nicht erreicht. Was ist das denn hier? Okay, das hier war scheinbar mal unter Wasser. Seht ihr, was die Erderwärmung mal wieder angestellt hat? Ich glaube, die Dinger darf man echt nicht berühren. Wir werden sehen. Mein Auto fährt gleich rein oder auch nicht. Okay, aber das ist alles eure Schuld. Das hier ist die Schuld der Erderwärmung. Seht euch an, der ganze Rhein ist ausgetrocknet. Ich glaube, ich gehe hier einfach zu Fuß weiter. Ich meine, was ist, wenn ich die Dinger berühre? Ich will nicht wissen, was dann passiert. Ich meine, dann bin ich wieder ganz am Anfang. Wo ist Checkpoint 1? Oh mein Gott, wie weit geht denn das? Okay, okay. Ey, da unten sind Choros. Ich will wissen, was passiert, wenn ich die Dinger berühre. Also, fahr da mal rein. Habt ihr das gehört? Ich fahr hier einfach mal lang. Ich meine, was soll das sein? Hä? Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Und jetzt rein. Oh nee, mein Auto ist genau durchgefahren. Ich will wissen, ob die Dinger explodieren, damit ich mir sicher sein kann. Okay, jetzt rein da. Ja, sie explodieren. Ah, nee, warte, das sind jetzt auch Minen. Die haben jetzt auch Stacheln dran. Ob
die vorher explodiert werden, weiß ich nicht. Ist hier was drin? Nee, sehr gut. Bitte nicht Bum-Bum machen. Danke. Sind hier Minen drin? Ich weiß, Leute, unter Wasser machen Minen keinen Sinn, aber vielleicht sind hier trotzdem Minen. Da rein. Okay. Wo ist Checkpoint 1? Warte, ich habe 136.000. Distanz wahrscheinlich. Und hier sind Leute bei 46.000. Wahrscheinlich vom Checkpoint her. Ach, keine Ahnung. Ah, nee, das ist Geld. Ich krieg Geld für jede Distanz. Aber es sind Leute bei Checkpoint 1 und haben nur 46.000. Dann haben die wahrscheinlich schon Geld ausgegeben. Ecken, Warzone, Kriegsgebiet. Okay. Ja, die Dinger gehen ja nicht mal weg, ne? Die gehen halt wirklich nicht weg, die bleiben da. Was ist, wenn ich die Kette berühre? Ich laufe hier einfach zu Fuß durch. Aber ich glaube, da hinten ist der erste Checkpoint. Bitte sag mir, dass das der erste Checkpoint ist, bitte. Ich wollte doch nur den Hügel runterfahren mit meinem Auto. Jetzt laufe ich hier über Choros, durch Seeminen durch. Und was ist das? Oh, oh. Okay, alles gut, alles gut. Weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass jetzt hier irgendwie ein Auto von hinten kommt, der reinrast, explodiert, seine Teile überall landen und dann alle Minen um mich herum auch explodieren. Okay, aber ich glaube, ich habe es geschafft. Was sollte denn jetzt noch schief gehen? Yeah! Nein, 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 nein. Auftauchen. Yeah! Nein! 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 Oh Gott! Dieser Ehrenlose! Hat Jagd auf mich gemacht. Okay, Gas geben. Ich muss hier schnell durch. Bitte sag, dass da vorne ein Checkpoint ist. Bitte sag, dass da vorne ein Checkpoint ist. Bitte sag, dass da vorne ein Checkpoint ist. Und? Ferne Wüste unverändert. Bitte sag, dass da vorne ein Checkpoint ist. Kann ich hier rüber? Okay, ich nehme nochmal Anlauf. Ah, ich bin endlich angekommen. Beim Mediamarkt. Chinomondage oder so. Fahren wir einfach mal weiter. Weil ich habe immer noch keinen Checkpoint. Stellt euch vor, ich sterbe jetzt und bin dann wieder ganz am Anfang. Dieser Ehrenlose. Augenblick, ist das Spiel hier vorbei? Warte, ist... War es das? Bin ich endlich da? Hallo? Hallo? Das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht das Ende sein. Habe ich was falsch gemacht? Hallo? Please? Bitte sag mir, ich spawn jetzt nicht mehr am Anfang. Ich spawn wieder am Anfang? Was bedeutet denn Checkpoint 1? Muss ich mir das da was kaufen? Okay, ich fahre mal nach hinten. Leute, hier hinten geht's auch einfach weiter. Vielleicht muss ich auch hier hin. Und hier ist es viel schöner. Ohne diese ganzen Minen. Ohne die Sprengfässer. Ohne die Hindernisse. Einfach fahren. So wie ich es damals gemacht habe. Und wie lange geht denn das jetzt weiter? Egal, wir fahren mal ein bisschen. Ui, wir sind dann doch schon die ersten Hindernisse. Und die ersten Minen. Aber da hinten ist vorbei. Okay, da wäre nichts mehr gekommen, glaube ich. Hoffe ich. Hm. Sofort Kopfschuss. 10 Magazine, 60 Runden für immer behalten. Das will ich haben. Nee, das ist ein bisschen teuer. Aber ja, okay. Dann werde ich den Checkpoint wohl nie finden. Da hinten ist scheinbar auch irgendwas. Wie man da hinkommt, keine Ahnung. Das war's dann wahrscheinlich. Wenn ihr wisst, wie man... wenn ihr wisst, wie man in diesem Spiel irgendwie zu einem Checkpoint kommt... Oder falls ich irgendwas falsch gemacht habe, übersehen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das Spiel ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!